Verkehrsunfall. Am Donnerstag, den 16. April, kam es in Schwarznauslitz zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Motorradfahrer prallte wegen überhöhter Geschwindigkeit gegen einen Baum. Der junge Mann musste mit dem Rettungshubschrauber schwer verletzt in die Klinik gebracht werden. Fußball. Bei schönstem Fußballwetter trafen sich der SV Post Bautzen Obergorig und der SV Ringenheim zum ersten Punktspiel in der neuen Saison auf dem Fußballplatz in Obergorig. Nach anfänglichen Abtasten spielte Obergorig den druckvolleren Fußball und ging verdient mit 1:0 durch Sandro Giritsch in Führung. Danach war es nur eine Frage der Zeit. Durch eine gute Mannschaftsleistung wurde das 2:0 und das 3:0 noch vor der ersten Halbzeit erzielt. Beide Treffer wieder durch Sandro Giritsch, was für ihn einen lupenreinen Hattrick bedeutete. In der zweiten Halbzeit wurde die Führung durch Obergorig verwaltet. Es gab noch einige Gelegenheiten, die Führung auszubauen, aber am Ende blieb es beim verdienten 3:0-Sieg über den SV Ringenhain. Mönchswalder Berglauf. Am 22. April fand der 22. Mönchswalder Berglauf statt. Los ging es um 17.30 Uhr an der Turnhalle in Obergorig. Die Strecke für Kinder- und Volkssportläufer betrug 1,7 Kilometer. Die A-Jugend lief bis zum Jägerhaus 2,4 Kilometer. Frauen und Männer schafften 3,3 Kilometer, welche bis zur Bergbaude führte. 124 Sportler nahmen an diesem Berglauf teil. Die älteste Läuferin ist Hanna Helm mit 63 Jahren. Sie nahm an dem Mönchswalder Berglauf schon sechsmal teil. Die Freiwillige Feuerwehr Sinkwitz sicherte die Strecke ab.